Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder gruselige Dinge unter dem Mikroskop. Also seid gespannt. Ihr könnt gerne wieder mitraten. Ich zeige erstmal die Produkte unter dem Mikroskop. Anschließend löse ich auf. Viel Spaß dabei. Und hier ist das erste Produkt. Ja, und zwar ist grün, wie schon mal. Wir hatten ja bei dem letzten Video gab es ja auch schon einiges, was grün war. Übrigens, Abo da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und schaut mal gerne in die Playlist, weil ich habe schon einige Videos gemacht, bezüglich mit dem Mikroskop Sachen untersucht. Ja, das ist grün, saftig, ja, mehr kann man jetzt nicht dazu sagen. Sieht sehr gut aus. Ist auch ein Lebensmittel, was jeder kennt. Ja. Und wisst ihr, was es ist? Ein Rucola-Blatt. Ja, interessant. Nun kommen wir zum nächsten Produkt. Kennt normalerweise auch jeder. So, jetzt wird es aber schwierig. Auch fürs Mikroskop. Ja. Ja, es ist einfach nur glänzend. Blatt. Ein bisschen Struktur, ja. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Na, sehr, sehr schwierig. Man kann es kaum erkennen, was es sein soll. Also, wer es jetzt weiß, was das ist, der ist verdammt gut. Man sieht jetzt auch nicht besonders viel. Also, relativ langweilig. Deswegen löse ich das auch direkt auf. Und zwar, das ist ein ganz normaler Schmelzkäse, den man so kaufen kann. Nun zu etwas anderem. Ja, jetzt muss man mal gucken, dass ich mein Mikroskop nicht so stark versaue. Und zwar sieht das so aus. Ich kann jetzt keine große Reise machen, weil ich da nur ein Stückchen von habe. Oder habe ich nicht, aber ich habe jetzt so ein kleines Stückchen drauf gemacht. Jedenfalls sieht es so aus. Ich kann ja mal versuchen. Ja. Ein bisschen näher. Also so sieht es aus. Und wisst ihr, was es ist? Handelsübliche Margarine. So, nun machen wir ein kleines Experiment. Ich hoffe, das klappt. Schauen wir mal. Also erstmal schauen wir uns das unter dem Mikroskop an, wenn es geht. Ja, geht. Wie ihr seht, bewegt es sich. Ja. Kleine Bläschen drin. So, nun versuchen wir mal was. Mal gucken, ob es klappt. Und zwar lege ich jetzt noch was dazu. Und wisst ihr, was es ist? Ja. Das ist ein Schluck Cola mit einem Stück Mentos. Also so sieht dann die Reaktion aus, wenn es jetzt eine kleine Menge ist. Ihr kennt ja die ganzen Videos, wo man Mentos in die Flasche schmeißt und die halbe Flasche explodiert. Und so sieht das dann aus, wenn man das mit so ein paar Tropfen Cola nur macht und ein kleines Stückchen Mentos. Ja. Man sieht, blubbert das ganz schön. Sehr interessant. Mentos löst sich auch langsam auf, wird kleiner. Ja, das sind schon so Stücke, die sich abgelöst haben. Ganz interessant, was Cola alles so verursacht. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal. Denkt dran, sonntags auf meinem Kanal sind immer Produkttests. Oder falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich unter den Mikroskop legen soll, dann unten in die Beschreibung damit. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.